nie ergeben. Run while you're still able. Weil wenn man, sobald man die Magien rausnimmt, hast du halt nichts mehr, ne? Ja, das stimmt. Aber die musst du halt erstmal rausnehmen, ne? Ja, einen Lock kaputt machen. Ja, das Ding ist, Lutz hatte natürlich nichts zum Wegnehmen. Das wusste ich natürlich. Aber das, ich habe gerade punktemäßig ein bisschen geruled, würde ich mal sagen. Also das Deck kann unfassbar viele Punkte machen. So, mal schauen. Ich habe die super greedy Variante mit dem Wiederbeleben gespielt, oder spiele ich im Prinzip. Man muss natürlich, das hast du nicht gesehen. Man muss natürlich ein bisschen Luck haben. Ja, das Wiederbeleben ist tatsächlich in 90% der Fälle für die Unsterblichen da. Dann weiß ich ja, was ich mit der Heatwave entferne. Ja. Nein, ich spiele keine Heatwave. Zur Fairness halber. Lutz schreibt dir in den Chat, aber was hätte ich anders machen können? Nix. Du hättest einfach ein anderes Deck nehmen müssen. So. Was spielst du überhaupt? Oh nee. Du spielst Soldaten. Du spielst Soldaten. Du spielst Soldaten. Nein. Du Drecksack. Nein. Ich spiele keine Soldaten. Du spielst keine Soldaten. Natürlich. Ein Soldat also muss ja drin sein. Also ich spiele schon Soldaten, aber das Deck ist nicht ausgelegt auf Soldaten. Meine Stiefel ist oben voll mit Sand. Und dann kommt ein Soldat. Das ist eine sehr, sehr gute Situationskomik, muss ich sagen. So. Meine Stiefel sind von oben bis oben hin voll mit Sand. Das mag ich gar nicht. So. Willst du viel Removal in deinem Deck? Ja. Wo ist Sabrina? Ja? Nee. Nee. Passt nicht rein. Das ist drauf ausgelegt, einfach super viele Punkte zu machen. Da passt kein Removal rein. Okay, dann hoffe ich einfach mal, dass du dagegen nichts tun kannst. Das nervt mir jetzt schon, ne? Ja, ich weiß. Oh, das muss ich... warte, ich muss mal ganz kurz was korrigieren. Und zwar, das Gwent Official Logo ist über dem Gegnersymbol. Das muss ich mal kurz korrigieren. Das legen wir mal dahin. Ich glaube, da stört das nicht. Dann sieht man ja gar nicht, wie viel Ladung ich habe. Ja, eben, genau. Jetzt müsste aber richtig sein. Aber jetzt guck am besten nicht in den Chat oder nicht in den Stream. So. Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Ja, das musst du ganz alleine entscheiden. Du fürchtest uns. Das ist weiß. Und jetzt kommt die Heatwave, das wäre so lustig. Das wäre echt lustig. Nicht. Oh. Machen wir das mit Carryover. Oh, du spielst ein Hexerdeck? Wie ein Hexerdeck, ja. Ich schaue gleich mal, du kannst auch in den Discord gehen, Sven, und das da posten übrigens, ne? Du spielst ein Hexerdeck, das finde ich ja ganz interessant, ne? Einfach alle Hexer reinpacken, die es gibt, und dann gucken, wie man mit den Provisionen klarkommt. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Das finde ich aber nicht gut, denn, oh fuck, dann hast du mir ja gerade schon was verraten. Was denn? Ja, dass du die fucking Geralds spielst, ey. Ja, meinst du, alle Geralds passen in ein Deck? Spiele eigentlich keinen Geralt, oder? Spiele ich einen Geralt? Nein, ich spiele keinen Geralt. Ja, das stimmt. Ja, der Vanilla-Geralt. Ich, ganz ehrlich, den Vanilla-Geralt habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen. Wirklich. Und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck, habe ich mir nur gedacht. Das ist ja nicht normal. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Ah, machen wir das mal. Ja, die Schilde sind ein bisschen nervig, ne? Ja, klar. Hexerdeck ohne Geralt. Ich glaube, es hackt, schreibt Atlas. Ja, Geralt ist auch. Ist auch. Ja, wissen wir ja alle.
Naja, Geralt ist eigentlich toll. Ja, eigentlich ist Geralt toll. In der aktuellen Meta bringt Geralt halt nicht so viel, ne? Das ja, das stimmt. Halt. Das stimmt. Ja. Schlürf und Schlürf. Übrigens, das ist übrigens eine Methode, womit du das Runenwort mal ganz okay machen kannst. Einfach auf die Catwin Kavallerie packen, dann wird die Catwin Kavallerie auch doppelt so gut. Auf einmal. Alter. Also es ballert schon ordentlich Punkte, ne? Ja, das ist ganz schön. Außer du hast halt ein, du würdest jetzt... Verschieben, oder eine Heatwave. Einen Nierden haben Lock oder so. Irgendwas in der Art. Ja. Verschieben, ja. Ich hab halt dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Pass auf. Hä? Warte mal. Ach so. Ja, ich war gerade verwirrt. Hast du den Falschen gebufft? Nee, alles gut. Leo Bonhardt sagen, die Spiel könntest du spielen, aber das glaube ich nicht. Ich glaub's nicht. Leo Bonhardt ist doch kein Hexer. Nee, das ist das Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Keine Ahnung. Hexenjäger, haha. Der gibt's sie nicht sogar in der Serie, also Hexenjäger? Es gibt Hexenjäger, aber nur in Syndikat, oder? Kopfgeld-Typen sind das, ne? Ja, genau. Willst du mich Bitte? Willst du mich bleeden? Nee, auf keinen Fall. Ist die Frage, ich habe nicht so genau aufgepasst. Ich weiß nicht, ob du ein Verteidiger spielst. Ach, du wieder, ey. Weißt du, da musst du auch mal richtig hingucken. Der Wurzelkönig, danke für den Follow. Herzlich willkommen, der Wurzelkönig. Der steht nur auf die guten Wurzeln, die deine Pupillen groß werden lassen. Was hältst du von Wurzeln? Ich jetzt? Ja. Was für Wurzeln? Zum Beispiel, was gibt's denn da? Alraune. Gibt es Alraunen in echt? Es gibt Alraunen in echt. Also ich mag Ingwer. Aber die schreien nicht, wenn du sie aus dem Boden ziehst. Das ist der Unterschied. Du magst Ingwer? Und ich habe eine wichtige Karte nicht gezogen. Ja, willkommen im Club, ne? Aber ich habe noch eine Chance, dran zu kommen. Shoot. Ich auch noch. Ich weiß auch nicht, was ich weglegen soll. Nein! Ich habe alles gezogen, was ich wollte. Echt? Nein. Kacke. Also mir fehlen wirklich 3 gute Goldkarten. Ja, mir fehlt eine wichtige. Die ich eigentlich immer ziehe. Gras ist besser als Wurzel. Oh Mann, ey. Safe net. Ja, kann sein. Ansichtssache. Kann sein. Ich sag da nichts zu, kein Kommentar. Auch wenn ich schon mal in Holland war, Leute. Kein Kommentar. So, ja, Eskil ist wunderschön animiert tatsächlich. Die Narben sehen gleich schon viel besser aus. Weißt du, woher ich diese Narben habe? So. Ey, das ist... Muss ich das verstehen? Es ist Joker. Ach so. Aus The Dark Knight. Das ist jetzt echt gut. Das ist jetzt echt gut. Für dich? Ja, weil ich hab gedacht, komm, wirfst du die weg. Ach, fuck. Und dann, Alter. Ja, nee, vielleicht brauchst du ja noch. Und da ist der Verteidiger. Ja, fuck, Alter. Fuck, Allah. Ja, was soll ich jetzt machen, ne? Das ist jetzt bitter. Ganz bitter. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Mann!
Ist die Karte nicht angeklickt, oder? Hä, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Was ist das denn, ey? Die ganze Zeit nur, ach, Manu! Ach so, das ist... Ey! Eigentlich müsste der zwei Stärke dazu oder zwei Punkte dazu kriegen, weil das Schild weg war. Wenn er es überlebt hätte, hätte er es auch bekommen. Fuck, ey. Du bist fies. Das einzige, die einzige Schwäche meiner Schilde. Turnierteilnehmer. Hätte ich mal beide auf Hand behalten. Einen habe ich weggepackt. Das ist gut zu wissen. Weil ich lieber die Goldkarten haben wollte. Wir werden uns nie ergeben. Ich bin fairer Spieler. Jetzt, den blockst du sowieso. Aber ganz ehrlich, fies. Fies von dir. Ich kriege auch 2 Punkte pro Runde. Aber meiner kostet nur 7 Provisionen. Und nicht 14. Nee, 19. Wie viele Schilder kannst du geben? 2. Siehst du an der Anzeige oben links bei dir. Ja, du hast ja noch Zauber, die auch noch Schilder geben und sowas. Ja, das mag sein. Aber wenn du dein Wiederbeleben hast mit der Zauberin, dann sind das 4 Punkte, ne? Ja. Aber du hättest sie schon längst gespielt, wenn du sie hättest. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ihr werdet den Zorn des Kaisers zu spüren bekommen. Oh oh, keine Zeit mehr. Alter, danke für die 2 Punkte. Voll nett. Ey! Das ist überhaupt nicht nett, ey. Das ist überhaupt gar nicht nett, ey. Ach, Mann, ey. Oh, Mann. Das nervt. Das nervt. Ganz ehrlich, das ist eine neue Provisionskarte, die einfach mal alles killt. Aha. Hey! Magst du mal aufhören, bitte? Nein, das möchte ich nicht. Für König und Heimat! Okay, der hat jetzt 10 oder 11 Punkte. 11 Punkte und 2 Rüstung. Okay, der knallt ordentlich weg. Ja. Die Karte ist übrigens sehr geil. Also die gestreckte Galopp-Karte. Ich liebe die einfach. Also ich sehe die jetzt auch momentan häufiger, muss ich sagen. Die ist auch super. Also ich finde, die ist völlig unterschätzt, weil diese ganzen Typen sind ja Ritter. Ja nun. Was willst du machen, ne? Warum spielst du keine Fregatte? Ist mir zu schlecht. Macht mir zu wenig Punkte und ist zu abhängig. Ich habe nicht so viele. Ja, ich habe. Es ist schwierig, also die Sachen sind eher Kombo-mäßig, sagen wir es mal so. Fregatte ist. Brauche ich eigentlich nicht. Ich spiele in der ersten Runde die Unsterblichen. Mit einem Verteidiger meistens. Wenn man zieht. Ich habe eigentlich genug Tutoren drin. Ich habe Matahuri drin noch im Deck, die man in dem Spiel gerade auch nicht gesehen hat, wollte ich nochmal sagen. ja, wenn man sie denn zieht. Warum hast du die Zauberin jetzt nicht benutzt? Weil, ja, auf dem Windhalm? Macht nicht genug Punkte. Aber sie ist jetzt tot. Ja. Ist egal, ich brauch die nicht. Ich brauch die nicht. Ich habe ja was viel Besseres. Der König. Ja, genau. Der macht nämlich 3 Punkte pro Schild. Das heißt, der macht jetzt 10 Punkte plus das Duell. Da sind 26. Ich hab gewonnen. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, ey. Nee, wird nichts mehr. 3 Punkte nur in Führung, ey. Ja, du hast gewonnen. Ich habe mein Wiederbeleben nicht gezogen. Ey, mir fehlen auch ganz viele Goldkarten. Oh, aber GG. Ich bin nicht in GG. Gut. Schönes Deck. Ich mag Hexer sowieso in dem Hexer-Kartenspiel.
Wir spielen jetzt wieder ein bisschen mein selbstgebasteltes NR-Deck. Das sehr greedy ist. Ja, dann schaffst du ja noch das Spiel hier gegen Myos. Gegen den Dragon Hunter. Oh Mann, ey. Oh, das ist übrigens Kork. So muss es aussehen. Nicht ganz. Nicht ganz. Da fehlt leider was. Oh Mann, ey. Ihr kennt euch anscheinend. Macht das. Das ist unsere Chance. Nee, du spielst nicht gegen Mill. Mit Mill gegen mich, oder? Ist nicht dein fucking Ernst, ey. Für König und Ehre! Ja, ich habe aber die Zauberin nicht. Nee, oh. Es ist das Mildeck. Oh mein Gott. Das kenne ich. Habe ich auch. Habe ich auch. Wollte ich auch ausprobieren. Oh, wir dürfen nicht. Eigentlich dürfen wir nicht weiter milden. Ich mach's trotzdem. Bevor er uns die kaputt macht, die Karte. Ah, ist das schön. Cool, Mill. Das kann auch gewinnen, das Mill-Deck. Mit dem Einhorn. Es ist eine ziemlich coole Kombo. Er hat nämlich noch diesen Professor, der den Angriff mit der anderen Fraktion tauscht. Okay, den kenne ich nicht in dem Deck. Gurnix Cobra. Kenne ich nicht in dem Deck. Nee, Mill ist nicht Müll, aber Mill ist nervig gegen zu spielen. Das ist, heißt Juharawax. Scheiße. Captain, diss mich nicht. So. Juharawax. Ich weiß nicht, was wir spielen können. Das ist ein Dritter, ne? Larulax. Habe ich richtig ausgesprochen? Gesundheit, würde ich sagen, dazu. Das ist Gesundheit. Ich. Nein, nein. Lutz. Timeout oder was? Oh nein, jetzt habe ich den Hut vergessen. Den Hut machen wir gleich. Hut machen wir gleich im nächsten Spiel. Den will ich nicht. Oh nein, er hat's getan. Er hat getauscht. Und da die Stärke von dieser Einheit immer von ihrer Rüstung abhängt, verliert die nicht ihre Stärke, wenn sie mit der Königskobra tauscht. Das ist stark. Das ist einfach stark. Man muss die Kombo natürlich auch auf Wand haben. Aber das hat man öfter, als man denkt. Für ein großes Redanien von den Bergen. Das ist ätzend. Ja, genau. Das ist echt so. Das wollte ich heute auch spielen. Aber es hat ohne Königskobra gespielt, das Freddy-Deck. Oh nein! Ich nenne das Einhorn. Ich wurde dazu aufgefordert. Ihuaraquax. Ihuaraquax. Es ist so schlecht, ey. Ja, viel Glück, Alex. Viel, viel Glück. Eine reguläre Klausur. Klausur.
Hat man einen Amphibischen einfach gesnackt? Der Snacker. Das ist einfach frech. Das ist einfach frech. Meine Freunde. Für den König. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das so viel bringt, ne? Ich gebe ihn einfach wieder. Und wir packen einfach die Winde irgendwo drauf. Es ist ja auch völlig, völlig wurscht, ne? Oh. Oh Mann, ey. Oh, Matter. Matter. Wir machen mal Folgendes. Ich passe. Okay, Lutz, dann viel Spaß noch, schönen Abend noch und bis Freitag vielleicht. Oder zwischendurch so. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Ich glaube, er muss passen. Ich glaube, er pusht mich nicht, oder? Hey, unfassbar. Ich will ein lustiges Deck spielen gegen dich. Ist ein Fun-Deck. Ich spiel Mill. Passt nicht zusammen irgendwie. Ja, richtig gute Karten. Aber wir haben eine Chance, die Kombo noch zu ziehen, ne? Auf jeden Fall ist der Johann Natalis tot. Der bringt nichts mehr. Ach so, meinst du? Aber eigentlich hat er schon die teuersten Karten gespielt. Also, der hat sich ja diese Sachen hier schon hergestellt, wie es aussieht. Musik verbindet Kulturen, lässt Menschen zusammenwachsen. Wir spielen die mal. Say what? Oh. Why? Warum tut er das? Margarita erzählte uns davon. Nein, 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 nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ist das Spaß, Alter. Ist das ein Spaß gegen dieses Deck? Wir folgen Leto. Es ist okay. Das ist alles noch okay. Nein. Aus. Oh, wir können Sachen wiederbeleben, ey. Die Schlacht kaum erwarten. Oh Gott. Nicht zurückweichen! Ich habe Wichtigeres zu tun. Okay. Ja, Freunde.
Ja, wir machen das. Das ist völlig okay. Was macht er jetzt? Okay. Oh nein, er hat noch die Medizin auf der Hand. Er hat die Medizin auf der Hand. Gut zu wissen. Die Frage ist... Reicht das aus? Es sind viele Punkte, die er jetzt macht. Wenn er die Medizin auf der Hand hat, ist das... Ja, da ist sie. 38. Und eine Wiederbeleben. Holy moly, Alter. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Nee. Ich habe keine Karten mehr. Nein. Nee. Oh, es ist... Das ist doch ziemlich verflucht, muss man sagen, ne? Oh, es ist nervig. Oh, es ist nervig. Ich kann nichts machen, ey. Ich muss... Muss ich den König spielen? Ich muss den König spielen, ne? Mein Wort ist Gesetz. Ja. War lustig und gar nicht stark, ja. Ist gar nicht stark, das Ding. Oh mein Gott. Ja. Ja, er hat jetzt 7 Punkte da. Er hat noch den Kaisergolem. Ich glaube, das reicht aus, ne? Um mich zu plätten. Die Frage ist, was holen wir uns wieder? Das ist die Frage. Seldkirk bringt uns nicht genug, glaube ich. Ich glaube, ich muss mal gucken. Ich glaube, der Windhalm ist gut. Gib dem mal ein bisschen mehr Leben. Okay, der ist gar nichts. Ich werde das Schulgeld nie begleichen können. Mach es mal so. Danke, das war echt nett. Ja, da ist der Kaisergolem. Nein! Ja. Oh Mann, ey, so knapp.